Vielen Dank. Sehr interessant war, was Sie zur Debatte über Euro-Eintritt und Austritt erklärt haben. Was den Euro generell angeht und die Euro-Einführung, darf man vielleicht noch zur historischen Wahrheit sagen, dass in der Tat die CSU sagt, ohne uns und unsere Leute, es gab damals ja eine heftige Diskussion, Stoiber-Weigel, müssen Sie sich erinnern werden, die wir im Gegensatz zu den Debatten anderswo offen ausgeführt haben, auf einem Parteitag sogar. Die CSU sagt von sich, ohne uns hätte es diese Stabilitätskriterien nicht gegeben, sondern es wäre ein allgemeines Wischiwaschi geworden mit allgemeinem Stabilitätsversprechen. Aber diese konkreten Festlegungen, die ja damals sehr schmerzvolle Diskussionen waren, über den Grad der Höchstverschuldung, über das Jahresdefizit, über das Verbot des Herauskaufens, über die Unabhängigkeit der Zentralbank, über die faktische Übernahme des Artikel 88 des Grundgesetzes, in dem die Stabilitätsregeln der Deutschen Bundesbank festgeschrieben waren, auf europäische Ebene, das wäre ohne die CSU-Politik in ihrer Gesamtheit von Bayern, Bundesregierung, Stoiber-Weigel sind hier schon genannt worden, nicht möglich gewesen. Und ich halte das nach wie vor für ganz richtig, obwohl ich damals generell gegen die Einführung der neuen Währung war, weil ich mir wie einige andere auch nicht vorstellen konnte, dass eine Währung ohne einen Staat funktionieren kann. Und ich mir sagte, politische Union ist eigentlich die Voraussetzung und nicht die Folge einer einheitlichen Währung. Und Sie wissen, dass es ja heute nicht ganz wenige gibt, die sagen, das war der Kardinalfehler gewesen. Aber gut, das ist jetzt, solche Debatten sind verschüttete Milch. Wir müssen aus der jetzigen Situation das Beste machen. Aber ich glaube eben schon, dass wir zum einen verlangen müssen, dass diese Stabilitätskriterien, die ja auch Deutschland immer wieder verletzt hat, so nicht zur Verhandlungsmasse werden. Dass das, was das Grundgesetz, was das Bundesverfassungsgericht jetzt zum Verbot des Herauskaufens, faktisch Verbot der Staatsfinanzierung erklärt hat, nicht Meterware wird. Ich bin stolz darauf, dass ich durchgesetzt habe, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die dazu geführt hat, dass die Europäische Zentralbank sich jetzt von dem Europäischen Gerichtshof wegen ihrer OMT-Ankaufprogramme verantworten muss. Das ist ein großer Erfolg. Und wir haben gestern die Schrift zu der Gegenseite bekommen. Da gibt uns die Regierung, die deutsche Bundesregierung, in vielem schon recht. Also das, ist denn Draghi? Das ist eine ganz interessante Entwicklung dazu. Aber ich möchte eine Bemerkung des Kommissars beleuchten, die ganz wichtig ist. Er hatte nicht als Forderung oder nicht als Abschreibung, sondern als Beispiel gesagt, er soll halt Deutschland aus der EU, aus dem Euro austreten, aus dem Euroverbund, und da kam der Zwischenruf, ja, dann müsste ja Deutschland auch aus der Europäischen Union austreten, und da gab es hier eine kleine Pro- und Contra-Kontroverse. Ich habe es so gelernt, dass die Anlage des Euros so war, dass eigentlich der Euro die Währung der Europäischen Union werden soll und immer mehr EU-Länder dieser Währung beitreten sollen. Und eine der Forderungen der CSU, eine der umstrittenen Forderungen des Europaplans der CSU, war etwas, was Sie jetzt als durchaus möglich hingestellt haben. Ich begrüße das. Wir sagen nämlich, dass Länder, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, aus dem Euroverbund austreten können müssen, ohne die Solidargemeinschaft der EU verlassen zu müssen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, weil es kann durchaus sein, dass sich einzelne Länder mit der Gemeinschaftswährung überfordern, dass ihre nationale Geldpolitik anderes verlangen würde, als was die Stabilitätspolitik der Gemeinschaft fordert, und dass sie deswegen die Möglichkeit haben müssen, diesen Verbund wieder zu verlassen, ohne den größeren Solidarverbund Europäische Union verlassen zu müssen, in einem Zeitpunkt, wo sie ihn am wichtigsten brauchen. Wenn ich hier eine zarte Andeutung entnehmen kann von Ihnen, dass der Kommissar Oettinger dieser Forderung des CSU-Europaplans beitritt, wäre das ein wichtiges Zwischenergebnis der heutigen Veranstaltung.
mehrere Beispiele von Zweikammernsystemen nehmen, wo ungeachtet der Größe gleiche Stimmverhältnisse sind, so wie ja jeder amerikanische Bundesstaat nur ein oder zwei Senatoren hat. Und wir haben immer wieder erklärt, ist es tatsächlich ein Minus, wenn wir das Gremium in Straßburg zu einer Art Bundesrat erklären? Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag ja genau darauf hingewiesen, dass während ja sonst im System des europäischen Rechts der Verweis auf die Staatsangehörigkeit verpönt ist, dass bei der Struktur des Europäischen Parlaments ja man von nationalen Zuordnungen ausgeht. Und dies dann zu Ende gedacht, durchaus eher der Systematik des Bundesrates mit gewählten Mitgliedern entgegenkommt, als einem One-Man-One-Vote-Parlament. Wir haben mit unseren EU-Parlamentariern oft Debatten, die von außen auch nicht immer nur unisono, man nennt das Demokratie, dass es eben unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Aber die gehen ja genau in die Richtung. Der Europaparlamentarier ist Inhaber eines freien Mandats wie des Mitglied eines Bayerischen Landtags oder eines Deutschen Bundestags, das ist doch ganz klar. Aber aus der Sicht des Bürgers, des Betroffenen, kann es nur eine Regelung geben. Wenn wir eine politische Union haben, dann brauchen wir eine Gewaltenteilung mit einem gleichberechtigten Parlament des europäischen Volkes oder der Vereinigten Staaten von Europa, um diesen Begriff aufzunehmen. Denn der amerikanische Kongress, bei dem ist es ja wieder anders als im Senat. Da ist es ganz strikt, da haben die Abgeordneten, und das wird peinlichst darauf geachtet, die gleiche Zahl hinter sich. Und dann sind wir wieder beim Beispiel von Pasing, das Sie gewählt haben, das fast die Einwohnerschaft von Luxemburg hat, aber nicht die Repräsentanz in der europäischen Gremien. Pasinger würde sich da durchaus bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen recht ist, möchte ich die Gelegenheit gern benutzen, dass der Kommissar uns vielleicht auch ein bisschen was sagen kann zu den Strukturthemen, die ja jetzt im Moment in aller Munde sind, wie es auf sich hat mit der neuen Organisation oder mit den organisatorischen Überlegungen innerhalb der EU-Kommission, die ja jetzt im Moment in den Zeitungen sind. Und wir sollten die Gelegenheit, dass er bei uns ist, schon aktuell nutzen, ihn da hier um einige Ausführungen zu bitten. Vielen Dank. Das mache ich sehr gerne, lieber Herr Gauweiler. Vielleicht noch zwei Gedanken oder Informationen, die da reinpassen zuvor. Die Europäische Kommission hat genauso viele Mitarbeiter wie die Stadt München. So viele? So viele. Etwa 34.000. Das ist sehr viel. Nur, München ist mit 1,5 Millionen Einwohnern ein bisschen kleiner als die 505 Europas. Ich sage das nur deswegen, damit man begreift, so viel Bürokratie kann gar nicht sein, denn wir sind nicht ein Heer von Hunderttausenden. Und zweitens, zum Thema Geld und das, was wir vielleicht an Ausgaben richtig und falsch beschließen. Der Bürger bezahlt Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge. Und die Staatsquote im Schnitt Europas liegt bei 50%. Das heißt, von 100 Euro, die wir durch Händearbeit und Kopfarbeit erwirtschaften, gehen 50 in öffentliche Kassen. In Deutschland sind es 47, in Frankreich 57, im Schnitt 50. Also von 100 Euro nehmen die Politiker ihnen 50 weg. Von den 50, die wir ihnen wegnehmen, geht 1 Euro nach Brüssel. Und bleiben 49 Euro in Berlin, München, Regensburg oder in Sozialkassen. 49. Es stimmt exakt. Wir haben einen Haushalt von 140 Milliarden. Entschuldigung. Also wenn wir mit dem Thema, wer sagt, der Kopf schüttelt, ist einfach irgendwo ignorant. Es stimmt exakt. 1% des europäischen Sozialprodukts geht nach Europa. Glauben Sie mir das. Und wenn nicht, bieten Sie meine Bitte an für ein Maß Bier. Ich drücke mich gerne auf Ihre Rechnung.
Sie glauben lieber einen Anwalt. Ja, das kann ich nicht. Das heißt, dass man immer stark über die in Brüssel, die Geld ausgeben, spricht. Bei 51 Euro ist auch etwas einzigartig. Hinzu kommt Folgendes. Natürlich ist Deutschland Nettozahler in der Europäischen Union. Wenn man es kameralistisch sieht. Weil von dem, was Deutschland einzahlt im Haushalt, kommt nichts dahin zurück. Rein kameralistisch. Aber von jedem Euro, der aus europäischen Kassen nach Polen geht, oder nach Rumänien geht, nach Slowenien geht, kommen 80 Cent an deutsche Ingenieurbüros, Planungsbüros, Anlagenbauer, Maschinenbauer, LKW-Hersteller und ein Drittel zurück. Wir sind gesamtwirtschaftlich Profiteur der Europäischen Union. Fragen Sie mal gerade Hoch- und Tiefbau und Anlagenbau in Ihrem Freistaat. Wie stark die von der Entwicklung Polens profitieren. Das heißt, unsere Debatten sind einfach einseitig. Und meine Bitte ist, interessieren Sie sich für die Gesamtheit Europas mindestens gleich stark wie für lokale und regionale Themen. Es lohnt sich. Und jetzt zum Thema unserer Struktur. Wir wollen auf Vorschlag von Jean-Claude Juncker, der übrigens ein sehr, sehr starker Kommissionspräsident wird, ein erfahrener Mann, ein Deutschland zugeneigter Mann. Luxemburger sind per se Europäer, weil sie von Europäern umzingelt sind, weil sie Französisch lernen, Deutsch lernen, Englisch lernen. Er wird es gut machen. Und er wird mit uns 5 Schwerpunkte angehen, nach denen sich alles richten muss. Erstens, Wettbewerbsfähigkeit Europas. Das ist die grundlegende Sorge. Bleiben wir mit unserer Wirtschaft, unseren Produkten und Dienstleistungen wettbewerbsfähig. Innovation, Forschung, Infrastruktur und ja zur Technik gehören entscheidend hinzu. Sagen wir nur vorsichtig, Deutschland war vor 12 Jahren der kranke Mann Europas. Wir waren das Sorgenkind der Welt. Und durch unsere Politik der Reformen haben wir Made in Germany ganz nach oben gebracht. Die Debatten in Deutschland derzeit mit Mindestrente, Rente mit 63, mit Mütterrente, mit Betreuungsgeld und andere mehr. Macht uns nicht stolz. Ich sage es vorsichtig. Wir bräuchten jetzt eine Agenda-Debatte, Reformbereitschaft für das nächste Jahrzehnt. Nachtflugverbot in Frankfurt, keine Start- und Landebahn in München, Stuttgart-Ulm, die never-ending story. Nein zu Schiefergas für Fracking. Nein zu allem. Ist uns ein, was wir nicht wollen. Keine Kernkraftwerke, kein sichtbares Windrad, keine Leitung, aber billigen Strom. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die genau weiß, was sie sich nicht mehr zumuten will. Ich möchte wetten, in 10 Jahren sind wir weit leistungsschwächer als heute und weit älter. Eine erhebliche Gefahr. Der Zeitgeist in Deutschland ist auf falschem Kurs. Wettbewerbsfähigkeit. Zweites Thema, bessere Infrastruktur. Straße, Schiene, Luftstraße, ein europäischer Luftraum, die digitale Welt und die Energienetze. Und zwar grenzüberschreitend. Gemeinsam in Infrastruktur zu investieren. Nur ein Beispiel, europäischer Luftraum. Immer seltener landen Flugzeuge in dem Mitgliedstaat, in dem sie gestartet sind. Also ICE oder TGV oder Thalys immer besser wird. Also Stuttgart-Paris macht man heute in 3 Stunden 30 mit dem Zug und nicht mehr mit dem Flugzeug. Und ist downtown unterwegs, ohne Kontrollen. Wenn man also immer mehr Flugzeuge hat, die in einem anderen Staat landen, als sie starten, machen 38 Luftüberwachungsbehörden keinen Sinn mehr. Dass wir Flugzeuge auf dem Weg von München nach Budapest 3-mal übergeben, an die Österreicher etc., an die Slowaken etc., ist sinnlos und brandgefährlich. Noch ein Thema, wo Europa die richtige Lösung hat. Gemeinsame Standards und eine Behörde für die Überwachung des europäischen Flugverkehrs. Also Infrastruktur. 2. Schwerpunkt. 3. Schwerpunkt, die Energieunion.
eine Energieunion. Es hat Sinn gemacht, da bin ich stolz drauf, dass wir vor einem halben Jahr eine Nuclear Safety Directive durchbrachten, die mein Vorschlag war, für Standards für Kernkraftwerke. Warum? Weil die Tschechen Temelin nicht abschalten und weil der Orbán Kernkraftwerke baut und deswegen nicht auf Wien und München und Berlin hört. Deswegen macht es Sinn. Das heißt, die Energieunion. Weil es Sinn macht, dass man mit Österreich die Netze ausbaut, damit man Strom aus Bayern nach Vorarlberg und Tirol schieben kann, dort in Stauseebecken speichern und dann mit Feuer und Antritts- und Siemens-Turbinen Wasser runter wieder umwandeln kann. Energieunion. Und viertens, die digitale europäische Zukunft. Meine Damen und Herren, die Deutschen und die Europäer sind stark in der Bearbeitung von Material. Kunststoff, Stahl, Blech, Holz. Wir haben tolle Produkte, aber die Erfindung der Produkte geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Industrie 4.0, wir sind weit außen vor. Schauen Sie mal die Produkte an und Dienstleistungen, die heute aufstreben, wie sie sind, bei jungen Leuten. Die heißen Microsoft, Apple, Facebook, Samsung, Sony, die heißen WhatsApp, die heißen Google, nix Baden-Württemberg, wenig Bayern, alles Palo Alto, Kalifornien, Südkorea, Japan. Das kann ich aber alles nicht essen. Das ist jetzt auch kein ganz ernst gemeiner Zwischenruf, aber Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Ich will damit sagen, es wird überbewertet. Langfristig, es ist sicher ein Teil, aber es wird einfach im Moment überbewertet. Meine Bitte ist, unterschätzen wir Google nicht. Google hat einen klaren Plan, dass in 20 Jahren das Auto von Google hergestellt wird und nicht mehr von BMW, um wir das Blech zu liefern. Und wir sind beim ganzen Thema IT sowas von außen vor. Sowas von außen vor. Da kann ich nur raten, fragen Sie. Fragen Sie die 16- bis 18-Jährigen, deren Drang, ein eigenes Auto haben, gering ausgeprägt. Aber ein Smartphone, Vernetztzeit, Apps aller Art, hoch ausgeprägt. Das heißt, wir bezahlen mit teurem Geld Produkte, Hardware und Software, die von Übersee zu uns kommen. Deswegen die digitale Agenda für Europa zu entwickeln, dagegen zu halten. Siemens hat mal noch Handys hergestellt, längst weg. Nokia war auf 8 Jahre Weltmarktführer, heute am Ende, von Microsoft übernommen. Ja? Das heißt, wir gehen bei dem Thema sowas von unter. Das ist der vierte Schwerpunkt. Und der fünfte Schwerpunkt ist, dass wir eine kluge europäische Nachbarschaftsstrategie haben sollen. Das ist nur ein Beispiel. Der arabische Frühling. Das Mittelmeer ist ein europäisches Meer. Haben wir denn irgendein Konzept für Libyen, für Marokko, für Algerien, für Tunesien, für Ägypten? Haben wir nicht. Und nur ein weiterer Robinson-Club in Tunis reicht nicht aus. Eine Energieunion durchs Mittelmeer. Dort Photovoltaikplatten. Und nicht mehr im Schwarzwald-Seitental, wo es keine Sonne gibt. Nicht mehr krampfhaft am Starnberger der See Photovoltaik aufzubauen. All die Ideen. Das heißt nicht Mitgliedschaft Marokkos in Europa, sondern Partnerschaft im Mittelmeerraum. Eine kluge europäische Nachbarschaftspolitik. Und da kann dazugehören, dass wir sagen, die Ukraine soll nicht NATO-Mitglied werden, als ein Zeichen an Moskau. Und die Assoziierung heißt, nicht sie in 10 Jahren Mitglied der Europäischen Union werden, aber dass wir alles tun sollten, um der Ukraine Perspektive zu geben, ist naheliegend, denn die Mehrzahl der Flächen und der Bürger der Ukraine liegt in alten K&K-Regionen. Sie sehen in der Ukraine noch ganz genau das Zarenreich und das große Österreich-Ungarn. Deswegen haben wir einen spannenden Auftrag hier. Die 5 Schwerpunkte. Und dann vieles andere nicht. Wer Prioritäten schafft, muss immer auch bereit sein, Posterioritäten zu bringen. Also müssen wir uns dran messen, sondern bei anderen Aufgaben sagen, die gehen wir in den nächsten 5 Jahren im Zweifel nicht an. Die bleiben allein Verantwortung von Berlin, von München und von Regensburg.